Hallo Freunde, heute zeige ich euch mal meinen Garten. Den habe ich im letzten Jahr angelegt. Letztes Jahr habe ich Tomaten gemacht, Kartoffeln, ich habe Himbeeren und Heidelbeeren und einen Pfirsichbaum gepflanzt. Und im Tomaten, da habe ich sehr viele und alles alte Sorten. Prospezie Rara, da gibt es so einen Markt hier in der Schweiz, also im Aargau, auf Schloss Wildegg. Da kann man dann alle möglichen Pflanzen holen, also Setzlinge, Samen, alles Mögliche. Alles, also alte Sorten, die man wieder hervorgeholt hat, weil diese Industriesamen und Industriepflanzen, das sind alles Schwächlinge. Das ist nicht robust, da muss man immer düngen und nachhelfen, damit ja nicht die Viecher dran gehen und so. Und hier kann man ein bisschen in der Permakultur, das ist es, da macht man eigentlich Mischkulturen. Es gibt ja Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt die Tomaten in der Nähe der Kartoffeln gesetzt. Und die unterstützen einander irgendwie ein bisschen. Das hat mir so eine Frau auf diesem Markt gesagt. Und ja, ich hatte eine gute Ernte, also super Herde, Kartoffeln. Sie waren klein, aber vom Geschmack her einfach genial. Die Tomaten waren auch kleine. Sie sind eher kleine. Man könnte auch größere, das ist schon klar, aber ich habe die kleinen halt gern. Jeder wie er will. Und ich habe dann die gepflanzt und jetzt gehen wir mal sehen. Also jetzt ist alles noch wild, ich muss alles noch bearbeiten und ich wollte jetzt heute anfangen damit. Deswegen schauen wir mal. Hier waren die Tomaten. Und da hinten auch. Eine fette Sonnenblume, die war riesig, da kamen immer Vögel und pickten sich Samen raus. Ja, muss auch immer etwas geben, ein bisschen. Hier. Da hinten kommen die Himbeeren. Da ist der Heidelbeeren, aber ich glaube, die geht kaputt. Da habe ich wohl etwas falsch gemacht, ist vielleicht ein bisschen zu stark an der Sonne. Da ist mein Pfirsichbaum. An der Hausfassade, damit er die Wärme von der Hausfassade abbekommt. Ja, und hier ist ein Hügelbeet, man sieht es jetzt kaum, da wachsen ja schon wieder Salate. Ich verrecke. Vom letzten Jahr, die wachsen schon wieder von alleine. Das war vorletztes Jahr schon so. Cool, okay, also ihr seht hier, ich bereite hier mal das Tomatenbeet vor. Hier habe ich auch einen kleinen Hügel gemacht und unten also, habe ich dann so alte Pflanzenreste so hingetan und dann wieder zugegraben und dann habe ich die Tomatensetzlinge reingesteckt. Da kann sich das immer ein bisschen ernähren von den Sachen. Dann habe ich noch Steine darum getan, damit es die Wärme speichert ein wenig. Ja. Also. Die Nachbarn sind auch fleißig dran. Also, bis später.